Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Und zwar ist mal kein Dank Souls. Was soll's, wir machen jetzt hier weiter. Es ist tatsächlich ein bisschen länger her, dass ich es jetzt gespielt habe. Ich glaube so ganze 4 Tage. Das ist suboptimal. Eventuell habe ich mir was verlernt. Du schießt jetzt mal nicht auf. Interessant, wieso auch immer. Weil ich bei Bobby K. da hinten einen auf Arschloch machen wollte. Vorher hatte der hier noch mal so 2 Skelettgrüppchen bei sich. Und naja. Darf ich ihn endlich mal anvisieren? Danke. Ciao. Na, das war ja einfach. Der lebt noch? Was sagen, wenn der unterstützt und noch lebt, dann naja. So, haben wir den mal ganz schnell erledigt. Nehmen unsere Seelen zurück. Ach, von da kamen die. Ich dachte, die sind da, die lagen da vorne rum und sind dann erst auferstanden. Ja. Sehr interessanter Move. Mit Ausnahme, dass du gestorben bist. Kommen wir zu dir. Huch, ich dachte, ein Schlag reicht nicht, um das zu stürzen. Du musst dann schützt sie. Der liegt aber scheiße in meinem Arm. Gehen wir doch erstmal hier rein und sehen uns ein bisschen um. Von oben kann er auf mich schießen. Da ist einer mit einem großen Schwert. Muss aber erstmal den Schützen ausschalten, weil mit Schütze ist das du hast keinen Kopf. Du siehst mich doch gar nicht, Alter. Au. Au, Alter, was machst du für einen komischen Rundumschlag? So, fuck you. Oh, steppt er mich auch nochmal. Ist er hinter mir? So einer. Einmal bitte trinken. Vorsicht vor Falle. What? Wo? Oh, da ist ja Falle. Ach, der Hebelchen hier vorne. Ne, habe ich schon aus der Entfernung gesehen, aber okay. Was will der eigentlich machen? Ist hier irgend so eine Vorrichtung? Muss man dran. Okay, will vielleicht den Kronleuchter auf mich runterstürzen lassen. Möglich. Da ist ein Item. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer um in der Krypta. Ich meine, es sind Katakomben, aber komm. Guckt euch mal hier ein bisschen um, Leute. Das ist eine fucking Krypta. Ende. Fallen haben wir jetzt hier also mittlerweile. Okay, müssen wir ein bisschen drauf achten. Normale Seele. Hier geht's noch weiter. Wo geht's denn hier lang? Da ist ein Typ hier an der Wand. Da ist ein Item. Das schaut merkwürdig aus. What's this? Illusion voraus. Yep. Die erste Illusion, die wir gefunden haben, die sah. Also, man konnte schon vom Weiten her sehen, dass es eine Illusion ist. Ich könnte mal ganz kurz zurückspulen oder so, dass da. Hey, das macht man nicht. Kommst du mal zu mir rüber, anstatt so eine Scheiße mit zu machen? Okay, er ist ziemlich beweglich, ziemlich Arschloch. Und er gibt mir Blutungsschaden, was mir nicht gefällt. Jetzt habe ich dich einmal. Oh, sehr schön. Habe ihn betäubt. Kurz. Ach was. Da kämpft er mit der Ausdauer und kriegt sich auf die Reihe. Das ist von so einem Pupsgegner, dass ich mich dann erledigen, ey, weil ich ja nicht auf ihn klarkomme. Weil die ganze Zeit zurückbleibt, dann scheiß. Was sind da. Na, Shurikens werden es nicht sein. Wahrscheinlich seine scheiß Pissdolch auf mich wirft. Und dann auf einmal in den Nahkampf geht und ich meine Ausdauer nicht im Kopf habe. Ich sag ja, ich muss öfter spielen, damit ich es besser im Blick habe. Oder ich erhöhe die Ausdauer demnächst einfach mal. Wie wär's damit? Komm, den ganzen Wurst bis dahin nochmal machen. Und ja, ich hab die Falle treten. So, stehst du jetzt auf oder? Jetzt einmal steht er auf. Warum auch immer. Na gut, dann komm mit. Wenn ich an der Brücke gegen den Typen kämpfe, habe ich keine Lust, dass du mir in den Rücken stichst. Ja, trau dich! Okay. Ja, merken wir uns einfach mal, ein Skelett muss nicht unbedingt schlau sein. Ich glaube, der hat sich gerade wieder reanimiert, aber der folgt mich nicht, ne? Ne, der ist knapp hinter mir. Ich gehe ein bisschen nach vorne. Dann sollte das ungefähr passen. Ja, genau, bleibt da stehen.
Nein. Nervst. Das erste Mal hat es sehr gut mit dir funktioniert. Jetzt haben wir dich. Nein, haben wir nicht, weil ich mich seitlich geschlagen habe einmal. Ja komm, dann mache ich halt regulär kaputt. Wer ist damit? Ja. Kleine Titanitscherbe. Na gut, kann man immer, eigentlich immer genug von haben. Zumal wir auch unsere ganze Rüstung damit aufwerten können. Mit 2 auf einmal ist mir da ein bisschen zu fies. Huch. Da schätzt man schon immer die Reichweite meiner Waffe. Ja, auf Wiedersehen. Und mir ist gerade was Interessantes aufgefallen. Ich habe gerade beim ersten Skelett keine Seelen bekommen, als ich ihn erledigt habe. Bei dem jetzt ja. Huch, wie sie bitte an. Also ich verstehe auch nicht so ganz, wann die Skelette wirklich tot sind und wann nicht. Klar, hat was mit den Seelen zu tun, das ist mir schon bewusst. Aber ich weiß jetzt nicht, welchen Faktor erfüllt sein muss, damit er wieder aufsteht, dann wäre es ja nicht. Ob es eine Art, habe ich gerade das bekommen, was ich gesehen habe? Moment, das muss ich mir kurz angucken. Ich habe auf jeden Fall seine Waffe bekommen, das ist klar. Und stackt er mich schon wieder. Arschkeks. Okay, da komme ich wieder hoch. So, kann ich mal ganz kurz gucken. Was habe ich da gerade bekommen für eine Waffe? Das hat mich gerade wieder an Fire Emblem erinnern lassen. Kann ich auch mehr spielen mittlerweile. Ja, Falchion. Das Ahnenschwert, naja. Allgemein von Fire Emblem. Nice. Kann ich damit auch Drachen töten? Okay, da runter hüpfen wir ziemlicher Selbstmord. Dann gehen wir runter zu unserem neuen besten Freund. Und, ja. Kuscheln ihn mal ein bisschen. Und dieses Mal richtig. Und damit will ich ja mal richtige große Titanitscherben bekommen. Ich möchte ja meinen Ushikatana weiter aufwerten. Das ist eine sehr geile Waffe. Und vor allem ist sie so geil, dass ich mittlerweile nichts anderes mehr benutze außer die, obwohl ich gesagt habe, ich will es anders benutzen. Wird schon passieren, keine Sorge. Gut. Achso. Ich wollte gerade sagen, letztes Mal war da aber keiner. Hat er an die Wand gemobbt? Was macht man auch nicht, an die Wand mobben? So. Nö, ich würde sagen, wir machen den. Der nervt. Ich weiß nicht, was er vorhat. Weg ist es, Mistkerl. Ich kenne deine Tricks mittlerweile. Warum war ich auch immer so langsam? Weil ich am Bluten bin? Könnte sein. Ja, wahrscheinlich deswegen. Oh ja, ist ziemlich berechenbar. Wenn man es halt hinbekommt, gute Ausdauer zu haben. Ja. Die dann ein bisschen schneller erwischt. Guck, hier die Titanscherben von ihnen, die ich nicht benötige. Das Item hole ich mir schnell. Scharfer Edelstein. Eine Waffe schärf. Hey! Verschwendung dafür Estus zu nehmen, aber. Hey. Huch. So. Oh. Der steht wieder auf, da habe ich keine Seelen für bekommen. Erstmal mobben wir den. Da habe ich sie Seelen bekommen. Ich verstehe das nicht. Oder habe ich für den Seelen bekommen? Und ich habe es nicht gecheckt. Na egal. Hier ist auf jeden Fall ein Item. Folian von Katus. Mhm. Folian. Ist das sowas wie etwas für Magie? Oder kann ich es irgendwie abgeben und dann habe ich irgendwas Tolles bekommen? Okay, ich glaube, wir sind ziemlich einen regulären Weg gegangen. Bin am Grün, wenn ich kurz zurückgehe und mir die Gänge da oben nochmal anschaue. Weil da geht es zumindest der Brücke, die nach unten führt. Was haben wir hier? Geheimfahrt voraus. Ja, was du nicht sagst, mein Freund. Das ist nur von der anderen Seite. Oder kommt man da auch hin, ohne dass man diesen Weg hier geht? Naja, egal. Gehen wir kurz nochmal nach oben. The fuck ist das? Huh. Gehen wir nochmal nach oben. Und gucken uns da nochmal um.
Bestimmt sind da überall Sackgassen. Es ist irgendwie interessant, wenn es ein paar verschiedene Wege gibt in so ein. Ja, muss nicht zwingend Action-Rollenspiel sein. Aber allgemein, wenn es verschiedene Wege gibt, habe ich irgendwie immer das Glück, immer die Wege zu gehen, die, naja, nicht zu einer Sackgasse führen und dann, man sich denkt, oh, da ging es ja gar nicht lang, aber gut, dass ich hingegangen bin. Nö. Ich habe immer das Glück, immer direkt den richtigen Weg zu gehen, dass ich den ganzen Scheiß nochmal zurücklaufen muss, nur um irgendwelche versteckten Sachen zu finden. Das passiert mir sehr oft. Das ist schön, dass ihr alle nacheinander kommt. Lustige Abwehrhaltung, mein Freund. Lol. Lol. Von dem Skelett verarscht worden. Arschloch. So, hier haben wir nämlich ein Item. Eine Seele, aber okay. Seele hin, Seele her. Ist ja sehr einladend bei den beiden Typen. Für einen naja, Angriff von oben her ist das zu hoch. Da bekomme ich nur die Schaden und bin dann ziemlich open für so ziemlich alles. Vielleicht aber von hier. Sind wir noch recht hoch. Da sind zwei von diesen Mistkerlen. Aber es sind wieder andere. Da ist schon jemand gestorben, sei einladend. Hallöchen, ihr merkt, das mag zwei Köpfe. Sehen haben bekommen, die sind weg. Auch ziemlich fies, wenn man hier mal so durchrennen würde und dann die Gegner zu triggern. Das sind direkt zwei Skelette, die sich jetzt mal erheben. Du hast ein cooles Schwert. Okay, den anderen haben wir nicht getriggert, das ist wichtig. Ich will das Schwert haben, das sieht cool aus. Mist. Hey, du bist auch so ein Arsch. Mich rechtzeitig anvisiert. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen was anderes machen. Na? Ja. Nein, ich bekomme nur die Titanscheibe von ihm. Nicht die Waffe. Die sah geil aus. Aber wahrscheinlich viel zu schwer für mich dann wieder. So. Wo ist er? Er ist gerade da. Hat dieselbe Waffe. Ich könnte einen Schwungangriff machen, wenn er hier vorne hingeht. Jetzt patrouilliert er aber gerade ausgerechnet darum. Na gut, dann komm. Hey! Ja. Ich sagte, hey, komm her! Ich bin schneller wie du. Du hast ja mehr Reichweite wie ich, das ist unfair. Ach, supi. Darf ich mal kurz euch mir Aussage geben lassen? Nein, 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 das ist unfair. Angreifen wäre jetzt ziemlich blöd gewesen. Das Gute ist, ich kann hier so ein bisschen festnageln, um meine Ausdauer zu regenerieren, um mal zu heilen. Irgendwie checkt er nicht, dass er an der Wand ist. Hammer dich. Kann ich bitte aufhören, die Titanscheiben von den Arschgängen zu bekommen? Ich meine, das ist cool. Ich könnte tatsächlich mal was aufwerten, aber ich will eigentlich nur was mit aufwerten, das ich auch behalte. Aber mittlerweile wäre ich so von dem Krams totgeschmissen, ich kann ruhig mal ein bisschen mehr ausgeben. Ich glaube, da ist einer von oben runtergesprungen. Wollte um den Schwung drauf machen. Ja, danke für die Titanscheibe. Ist ja nicht so, dass ich schon genug habe. Ich glaube, ich kann nicht mal was damit aufrüsten. Da geht's auch. Das sind Skelette. Ganz lange schien die erst auf, wenn ich weitergehe oder was. Das wäre sehr fies. Komm bitte her. Ja, einen kleinen süßen Schilden. Nee. Greifen alle wieder unterschiedlich an, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das ist gut. Merke mal, ein Skelett. Hat nie sein Schild oben.
So, hier sind noch mehr von den Gegnern. Zwei, ja. Oh, nochmal dieselben. Okay, es ist quasi nur bedrohlicher, man, naja, wieder einfach reinstürmt. Na, Ausdauer. Komm her. Dich, du. Der andere. So. Noch Fallenausschau halten. Ich verstehe diese Gänge nicht. Die sind so verzwickt miteinander. Das sind keine Gegner, die hier rumliegen. Das ist normal Architektur. Zwei Nachrichten. What's los? Ehepartner vor. Was? Liebe. Eine Sekunde habe ich. Warte, das Skelett da oben? Ist die bescheuert oder was? Echse nur links? Ah! Danke, ich habe das Item trotzdem bekommen. Da ist ein Bogenschützi. Moosklumpen, da geht's nicht weiter. Okay, wenigstens haben wir eine Sackgasse gefunden. Und die Echse geholt, die wir mal von oben gesehen haben, wo ich mich schon gefragt habe, wie man da am besten hinkommt. Nice. Der Fall steckt ein bisschen seltsam in mir drin, weil ich schon wieder mein rechter Arm. Ein armer Arm, ey. Was da alles halt durchleiden muss. So, was steht hier? Da ist das Skelett. Ungeheuer voraus. Da ist der Skelett. Der da unten, oder was? Ja, das da Skelett sein. Das juckt er mich. Da ist Bogenschützi. Sogar zwei. Kann ich nicht von oben angreifen, die Typen? Das heißt, wieder, das ist eigentlich der reguläre Weg. Oh. Oh, hier geht's auch noch weiter. Wir wollen alles erkunden. Ach, warte mal. Ach, das ist der Weg von unten. Und einfach von der anderen Seite. Ja, natürlich. Okay. Dann haben wir mit Umwegen und komischen Hin und Hers alle Wege ausgeschlossen und haben jetzt noch diesen Weg hier vor uns. Okay. Wenigstens etwas. Wobei, jetzt bin ich am Grübeln, ob ich einfach hier runterspringe und mir die Bogenschützen kralle. Erstmal will ich die nicht triggern. What war das? What ist das? Was war das denn jetzt? Wo kommst du bitte her? What the fuck? Ich meine, what the fuck? Nerv nicht. Ah, da ist das Item. Ja, so geht's natürlich auch. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben da drinnen alles abgesucht. Das bedeutet, wir können die Abkürzung nutzen, unsere Seelen zurückholen. Oh, das sah gerade cool aus, der Grafikbug. Ja, um mich mit diesen blöden Bogenschützen kümmern, die übelst nerven. Was ist denn nervig, ey? Vor allem von hier habe ich sie gar nicht gesehen. Ich habe nicht weit geguckt, wenn ich ehrlich bin. Fast richtig. Die Seele habe ich bekommen, der macht nichts mehr. So, haben wir die beiden Quillgeister. Die Seelen muss ich bekommen und das Item will ich noch haben. Das ist keine Wand, ne? Nein, nein, nein. Illusion kann man echt sogar sehen. Das habe ich nicht spontan nicht gedacht. Du hast ein lustiges aussehendes Schwert. So, wie tüger ich in diesen komischen Ball, der da gerade kam? Einfach, wenn ich jetzt hier runterspringe? Kann
mich im Flohm angreifen? Nein. Ja, ich trigger ihn einfach, wenn ich hingehe. Gehen wir dahin. Danke! Ein Schlag zu viel und deine ganzen Seen sind weg. Ach Mann, ist das scheiße. Wie viele Seen waren es gewesen? 13.000 oder so? 16.000? Hab's nicht drauf geachtet, als ich gestorben bin. Der Ball ist scheiße, ich komme mit seinem Hitbox nicht klar. Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass er so schnell unten ist. Ich wollte ihn eigentlich nur dahin schubsen. Kurz zurückgehen, dass der Ball den Skelett mitnimmt und Ende. Ja, aber nee, dann werde ich davon irgendwie getroffen und so weit zurückgeschleudert, dass ich runterfalle. Ja, danke. Jetzt weiß ich, um einige sagen, Dark Souls ist manchmal Arschloch. I know that shit now. Ach, jetzt tut sich wieder zusammenformen. Warum? Achso, weil er gar nicht tot war. Das ergibt natürlich Sinn. Hinter mir. Yay, die 360 Seelen sind so wichtig. Gut, dann machen wir Folgendes. Ach, da bist du. Gut, wir müssen da nach oben. Die bleibt die Frage, wie komme ich da am dümmsten hin? Ich kenne die Hitbox für den Teil halt nicht. Ne, du schaust, bis du nach oben gehst. Aber rein theoretisch müsste ich ja bei den Kerzen kurz Zeit haben. Wieso sprinte ich eigentlich nicht? Gut. Bin ich in Sicherheit? Ja, bin ich. Okay, das ist alles nur für Glut. Das ist natürlich super. Obwohl, wir haben ja letztens ein paar verbraucht, insofern ist es ganz in Ordnung, wenn wir welche haben. Kann ich den Ball eigentlich töten? Bestimmt nicht, aber... Wäre immer so eine interessante Frage. Hello, my Pirate King. Was ist das für ein Hobel, Alter? Wo will der jetzt hin? Und welche Kraft der Erde, der Natur, lässt den Ewigkeiten hier und her bouncen? Komischer Penner, was ist da eigentlich? Sieht aus wie eine Vorrichtung. Kommst du wieder? Okay. Zurück. Das war wohl mein Hebel, um das Tor aufzumachen, aber der ist kaputt gegangen. Okay. Gut, dann geht's halt jetzt tiefer in die Katakomben. Was immer du für jemand warst. Ah, du hast Freunde. Kannst du aufhören? Ich hasse diese KI. Ja, genau dich wollte ich jetzt nicht kümmern. Was sind hier so komische Zaubersprüche? Oh, ihr nervigen Drecksäcke. Kannst du den richtigen anvisieren? Warum bleiben jetzt hier nicht tot? Jetzt auf einmal ja. Hey. Warum liegt hier ein Item? Untoten Knochenschwitter, wie liegt hier ein Item? Der Ball ist tot? Wieso ist der Ball tot? Wie ist der Ball bitte gestorben? Moment mal. Der eine Typ hat einen komischen Zauberspruch auf mich gegeben, den ich ausgewichen bin, den ersten. Der kam in die Richtung. Hat der den Ball getroffen? Dann ist er dadurch schon gestorben? Lol. Ein Tipp für euch, Leute, falls ihr Dark Souls hier spielen wollt. Tötet den Ball mit Magie. Dann, ja, bekommt ihr unter den Knochensplitter, was ziemlich geil ist. Erstes Verkauf plus 3 und so. Hallöchen. Och nö.
Ja, genau, von den Arschgeigen ist er gestorben. Es ist nervig, es ist nervig. Allerdings ist er tot. Nachricht. Versucht rollen, aber Vorsicht vor Falle. Das dachte ich mir irgendwie schon, so etwas naht. Aber warum soll ich rollen probieren, wenn ich mich einfach durchschlagen kann? Ich meine, das ist viel kontrollierter. Ganz ehrlich, ist zwar nice, dass hier sowas liegt, aber ich möchte eigentlich gerne ein Bonfire haben. Erstmal. Moment. Da will ich nicht auftreten. Na gut, gucken wir uns erstmal das doch an. Ist ja nicht so, dass wir es wirklich weit haben. Versucht rollen, aber Vorsicht vor allem. Warum soll ich rollen probieren? Das ist mir zu ungenau. Weil ich einfach durchgehen kann. Da ist eine zweite Nachricht. Da komme ich jetzt nicht durch, weil ich zu fett bin. Was ist denn überhaupt? Irgendwas Besonderes, dass ich das machen soll? Ah, fies! Okay. Falle voraus, was du nicht sagst. Kaktus Milchring. Das wird schon irgendwas Besonderes sein, dass ich das dann bekommen habe. Ist hier noch irgendetwas? Nö. Na gut, dann haben wir es aber ziemlich taktisch klug gemacht. Durchgekommen, ohne wirklich getroffen zu werden. Wie kam ich eigentlich hier durch? Mal so eine Frage. Ich bin hier gerade durchgekommen, ohne dass ich was kaputt machen musste. Wie habe ich das geschafft? Ah, von so. Okay. So, der Falle ausweichen. Wo ich immer nicht genau weiß, was sie eigentlich macht. Ja, sie haben uns nie mit dem Freund wieder anlegen. Warte mal. Ich habe ein Skelett getriggert. Also, ich habe ein Skelett getriggert, das jetzt da rumläuft. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Komm her. What? Ach, das war die Falle. Hoppla, bin außen drauf getreten. Jetzt habe ich gesehen, was kommt. Da kam ein Feuerfeld auf mich zu. Interessant. Kann ich das für die Gegner ausnutzen? Ey, Stupi. Nervst. Ja, das geht. Lol. Lol, ist was tot. das war ja lustig. Was zum Teufel war das jetzt wieder? Ich hab schon die ganze Zeit so irgendwas komisch hinter mir ge... Ich hasse euch. Hört auf, komische Sachen hinter meinem Bildschirm zu machen. Du bist ein Arschloch. Auf Arschloch zu sein. Das sind alle Skelette, die es gibt, nur solche komischen Zauberer, die komische Scheiße machen. Achso, ich laufe gerade nur auf Knochenmehl rum. Ist auch sehr amüsant. Okay, das sind zwei Penner. Die könnten schwierig zu besiegen sein. Ist aber auch der einzige Weg. Ich könnte hier versuchen, die Falle zu aktivieren, die damit richtig schön kaputt zu bekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Geht's da weiter? Theoretisch ja. Wäre da unten jetzt ein Bonfire, weil ich so aus dem Augenwinkel sehen würde, würde ich sofort darunter springen. Da ist eine extrem große Ratte. Die sieht ziemlich ekelhaft aus. Kann ich einen von euch triggern? Ja, möglich. Komm her. Die Attacke kennen wir von dir. Allerdings ist es kein Typ, der Dolche wirft. Hinter ihm springen. Aber ich nehme kaum Schaden von ihm, fällt mir gerade ein. Oh, er hat mich richtig getroffen. Muss die Dinger unbedingt rausholen. Nicht zu weit nach hinten, sonst löse ich die Falle noch aus.
Ich hab's ja gesagt, ich will's auslösen. Aber gegen einen schaffe ich auch so. Na? Oh, hörst du mal auf damit. So, mich haben wir alle durch. Ich komme nicht mehr raus. Du hast auch mal... Ich greife mich manchmal so an, ich greife manchmal so an, ne? Jetzt haben wir dich. Oder auch nicht. Jetzt habe ich... Oh, jetzt macht die wieder so für mich Umschläge. Ich hasse solche Typen. Na gut, kein Estus mehr. Müssen aber trotzdem irgendwie weiter. Na gut, wir machen hier Schluss. Im nächsten Part machen wir nochmal zwei kaputt. Vielleicht mit dem Fallen. Spart immerhin Estus, obwohl ich nichts mehr habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.